Ja, und willkommen zu einem etwas anderen Video. Ich dachte mir, ja, ich backe heute mal einen Bienenstich und würde das gerne aufnehmen und auf YouTube hochladen. Ja, ich fange dann mal an. Mehl habe ich schon reingetan, 100 Gramm Mehl muss rein. Ob das jetzt genau 100 Gramm sind, weiß ich jetzt nicht, aber es wird schon klappen. Man kann ja immer wieder mehr reintun. Okay, dann kommen natürlich Eier rein. Am besten 4 Stück, ohne dass die Schale da reingeht. Na los, komm, geh rein. So, die Eier sind nun drin, alle 4. Und dann kommt ein Löffel, wie heißt das nochmal, Backpulver. So, kommt das einfach mal rein. Dann kommt 150 Gramm Puderzucker. So, und dann kommt noch mal einmal das hier rein. Genau, Puddingpulver. So, und dann müsst ihr 3 Minuten lang rühren, bis es so einen schönen Teig wird. Am Anfang erstmal eine kleine Stufe und dann ganz langsam schon mal auf die ganz höchste Stufe und das 3 Minuten lang. So sieht der Teig dann, sorry, am Ende aus. Und ja, ich habe die Form schon gefettet, habe da ein bisschen Brösel reingetan, damit der, wenn der fertig gebacken ist, dass der sich leichter abmachen lässt. So, dann geben wir den Teig hier rein. Boah, das sieht so gut aus, ne? So, nachdem der Teig dann endlich in der Springform ist, können wir den Backofen auch schon mal vorheizen, dann geht das nämlich schneller. Und währenddessen tue ich Mandeln drauf. Lecker Mandeln. Okay, sind jetzt falsch rum. So, tada, von Backfee. So, jetzt habe ich die Mandeln auf den Kuchen verteilt, beziehungsweise auf den Teig. Und jetzt müssen wir Zucker hinzufügen auf die Mandeln, damit er schön süß schmeckt und ja. So, ihr könnt das natürlich mit einem kleinen Löffel machen. Oder ihr könnt das auch mit den Fingern machen. Ganz egal, wie ihr wollt. So, er ist fertig gestreut mit dem Zucker und jetzt kann er auch schon in den Ofen. Ich mach den mal eben auf. Oh ja, 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 es ist sehr heiß. So, und er kommt dann für 20 bis 30 Minuten rein. Ja. So, und währenddessen der Kuchen im Backofen ist, der sieht schon ziemlich gut aus, müssen wir 400 Gramm Schlagsahne reintun, denn wir machen jetzt die Füllung. So, das kommt auch noch mit rein. Gut. Und dann kommt einfach von Dr. Oetker Paradiescreme rein. Das ist eine ganze Tüte. Wenn es mir jetzt nicht aus der Hand fällt, wäre echt super. So. Alles drin. Und dann würde ich sagen, kommt noch Schneefest rein, weil bei mir ist immer das Problem, immer wenn ich Sahne steif schlage, klappt das nie. Das wird dann immer zu flüssig. Also, wer es machen möchte, kann es machen. Wer nicht, dann halt nicht. So, und dann machen wir noch mal das Gleiche mit dem, wie wir das mit dem Teig gemacht haben. Gut, so sieht dann die Füllung aus. Und so, nachdem er aus dem Backofen gekommen ist und er muss erstmal 10 bis 15 Minuten auskühlen, weil er sonst zu heiß ist, selbstverständlich, muss man ihn danach in der Mitte durchschneiden. Ich zeige euch das mal kurz hier. Einfach so mitten durch. So, nachdem ich ihn in der Mitte einmal durchgeschnitten habe, was nicht so leicht war, aber gut, ich habe es endlich geschafft, kommt die Füllung mit der Sahne drauf. Ich habe schon etwas drauf getan. Und ja. Einfach alles drauf verteilen und dann könnt ihr das entweder mit einem Löffel vermischen oder ja, also verteilen oder mit dem Messer einfach mal machen. So, und jetzt ist er fertig. Ich habe die obere Hälfte wieder drauf getan und ja, er sieht ziemlich gut aus, finde ich. Ist mir sehr gut gelungen. Kann ich mir mal auf die Schulter klopfen. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gern einen Daumen nach oben und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann. Bis dann, Leute. Ciao.